Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss mich entschuldigen, ich war 2 Wochen krank oder bin immer noch krank. Mich hat eine sehr, sehr schwere Infektion erwischt am Hals. Deshalb ich bin noch hoch ansteckend, darf keine schweren Arbeiten machen. Ich will hier kein Mitleid oder sonst irgendwas. Jeder wird mal krank. Mich hat es halt ein bisschen schwerer erwischt jetzt. Ich konnte 2 Wochen wirklich gar nichts machen, habe nur auf der Couch gelegen. Und jetzt ist aber so der Punkt, wo es mir langsam, wirklich langsam wieder ein bisschen besser geht und ich mich fit genug fühle, zumindest wieder vor die Tür zu gehen. Und deshalb nehme ich euch heute mit auf eine kleine AKF, weil ich bin 2 Wochen nicht draußen gewesen. Ich will jetzt einfach mal raus. Mal frische Luft. Ich glaube, der Arzt sagt auch, dass frische Luft tut gut, das hilft heilen. Deshalb nehme ich euch mit auf eine kleine AKF. Ich bin draußen, stehe hier auf einer unserer Luzerneflächen. Luzerne, deshalb, also Luzernegras, ist eine Mischung, ist ein Gemenge, weil wir nicht genügend Futter haben. Wir haben nicht genügend Grünland, um unsere Kühe mit genügend Futter zu versorgen, sodass wir zusätzlich über Ackerfutter den zusätzlichen Futterbedarf decken müssen. In diesem Fall hier durch Luzerne- oder Kleegrasmischung. Das hier ist jetzt mehrjähriges Luzernegras. Das stand hier jetzt auch schon ein paar Jahre. Die diesjährigen Bodenprüfungen haben gezeigt, die Bodenanalysen. Wir haben dieses Jahr auf meinen Wunsch hin ein bisschen ausführlicher testen lassen, auch auf Mikronährstoffe. Und die haben zum Beispiel gezeigt, dass gerade hier auf dieser Fläche besonders wenig Bohrenmolybden ist im Vergleich zu anderen Flächen. Warum ist das so? Luzerne ist ein großer Bohrenmolybdenzehrer. Und deshalb war das auch nicht verkehrt, dass der hier im Winter nach den Sperrfristen zuallererst nochmal eine Ladung Mist bekommen hat. Kann man hier auch noch ein bisschen sehen. Hier können wir das sehen, hier sind die Rückstände vom Mist, die hier noch auf der Fläche sind. Ist natürlich eigentlich müsste man sagen, nicht so schön. Das möchte man natürlich später nicht im Futter haben. Aber das Ganze lässt sich nachher regulieren. Mit den nächsten Regenfällen wird sich das alles noch ein bisschen mehr verwaschen. Und ein bisschen absetzen, je mehr dann auch das Gras wieder wächst, wird das Ganze auch noch höher kommen. Und dann ist eigentlich nur noch entscheidend, die Schnitthöhe entsprechend zu wählen. Denn mit der passenden Schnitthöhe kann ich drüber hinwegmähen und ich habe möglichst wenig Futterverschmutzung durch den Mist. Und dann ist das in Ordnung. Zumal die Nährstoffe und die ganzen Schadstoffe oder die unerwünschten Stoffe im Futter ausgewaschen sind, sodass das meiste davon eh nur noch Stroh ist, was letztendlich nur noch den Faseranteil im Futter letztendlich erhöht. Das hält sich dadurch dann ganz gut die Balance, das ist okay. Da kann man mit arbeiten. Fläche sieht soweit ganz gut aus, aber wir haben jetzt Mitte April. Ich schätze oder denke nicht, dass wir da irgendwie in 2-3 Wochen schon über Mähen nachdenken können. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie es Wetter wird, aber soweit ist das dann glaube ich doch noch nicht. Hier am Rand haben wir, falls ihr das eben gerade schon gesehen habt, ein paar Meter hat mein Vater da diese Woche gemulcht. Und das ist der Streifen, wo ich dieses Jahr Kartoffeln machen möchte. Und ich weiß, die meisten Kartoffelanbauern werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Anbaufehler. Und gebe ich auch zu, ist ein klarer Anbaufehler durch mich. Ich habe nicht drauf geachtet, aber das ist jetzt mein 3. Jahr Kartoffeln. Überhaupt keine Ahnung von Kartoffeln, noch nie mit Kartoffeln beschäftigt oder bis vor 3 Jahren überhaupt gar nicht mit Kartoffeln beschäftigt. Ich mache jetzt meine Anfänge. Und als wir letztes Jahr die Fruchtfolgeplanung fertig hatten, was wohin soll, danach habe ich mich überhaupt erstmal mehr in das Thema eingelesen, zwecks Nematoden, Eisenfleckigkeit bei Kartoffeln und so weiter, weil ich hatte dieses Jahr Probleme mit Eisenfleckigkeit in der Goldmarie. Und die Eisenfleckigkeit in der Goldmarie, oder generell, die Eisenfleckigkeit bei Kartoffeln wird ausgelöst durch Nematoden. Und sowas hier, wo vorher Grünland war und ich jetzt Kartoffeln mache, das ist einfach das Paradies für Nematoden. Also ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Versuch macht klug. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück gehabt, vielleicht habe ich trotzdem wenig Nematoden. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück gehabt und meine Kartoffeln sind durch den letztjährigen Befall resistent geworden dadurch. Keine Ahnung, weil ich tue ja meine eigenen Kartoffeln nachbauen. Versuch macht klug und
Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall das definitiv zu vermeiden wissen. Dieses Jahr geht es jetzt nicht anders, weil die Fruchtfolge steht fest, der Plan steht fest. Es muss hierher, es ist kein anderer Acker frei, wo ich mit den Kartoffeln hin kann. Also wir Augen zu und durch. Wir müssen jetzt hier durch, aber auch das kriegen wir hin. Naja, aber wenn man einen Fehler macht, muss man auch dazu stehen. Ich stehe dazu, aus Fehlern kann man nur lernen, aus Fehlern wird man schlau. Ich habe hier Fehler gemacht. Wie es wird, werden wir dann im Herbst sehen bei der Ernte. Und wir müssen jetzt die nächsten Tage dann hier noch pflügen, alles vorbereiten, noch tief lockern. Ich würde das nochmal flach grubbern, tief grubbern, pflügen, kreiseln und dann kann ich meine Kartoffeln setzen. Und ja, was denn wirklich nachher dabei rauskommt, sehen wir im Herbst. So meine Devise. Dann fahren wir gleich weiter zum zweiten Experiment. Tatsächlich ist es so, dass wir im letzten Jahr viele, viele, viele Probleme hatten, oder jeder hier Probleme hatte bei der Rapsaussaat. Dementsprechend sehen die Bestände auch teilweise aus. Der hier links hinter mir, der geht noch. Der hier drüben, da sieht man das dann gleich schon ein bisschen mehr. Gerade die Vorgewände überall sahen überhaupt gar nicht gut aus. Das hier ist jetzt nicht unser Schlag, aber das ist eigentlich so das Vorgewinde, wie es generell bei fast jedem aussah. So sah und sieht unseres auch aus. Auch der Pflanzenbestand in sich relativ niedrig dieses Jahr, gar nicht so hoch. Und wir haben dieser Trockenheit entgegenzuwirken, gesagt, okay, wir gehen wieder. Oh, hier nochmal. Hier kann man es nochmal richtig gut sehen. Also, das war das Bild, was wir wirklich letztes Jahr überall gesehen haben, auch bei uns. Seht ihr gleich, wenn wir zu unserer Fläche kommen. Wir haben probiert, über Mulchsaat ein bisschen Wasser schonen und konservieren zu arbeiten, weil der Raps musste früh während dieser Trockenperiode rein. Dann gab es nachher viel Regen, es war nass, 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 dass der Raps eigentlich ziemlich abgesoffen ist. Aber mittlerweile muss ich halt sagen, ich bin eigentlich echt top zufrieden, der steht gut da. Aber auch hier könnt ihr schon sehen, hier oben in der Ecke, da ist so ein Platz. Aber an sich, ich finde, man guckt aber relativ homogen jetzt drüber. Das sah neulich noch nicht so gut aus, noch nicht so schön aus. Auch die Pflanzen schön hoch. Jetzt bin ich tatsächlich gerade echt zufrieden. Ich fahre mal bis zur Mitte und dann zeige ich euch nochmal was. Das ist richtig cool. Also, vor ein paar Wochen hätte ich das nicht gedacht, im Herbst hätte ich das schon gar nicht gedacht, mein Vater auch nicht. Unser Raps steht super. Das Einzige, was man sehen kann, da unten in der Mitte, ist so ein Gallplatz. Da war im Herbst einfach, der ist da abgesoffen, da war Staunässe, wir wissen nicht warum. Weil eigentlich ist das nicht... Da ist hin und wieder, in manchen Jahren ist da mal ein nasser Platz, in anderen Jahren wieder nicht. Wir können uns nicht erklären, warum. Dieses Jahr war es da wieder total nass. Da ist der Raps einfach abgesoffen. Ansonsten, es duftet nach Raps. Ich höre die Bienen überall, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Versuch hier gleich in doppeltem Sinne. Der erste Versuch war, wir hatten zwecks Bodenbearbeitung, weil wir mit Mulchsaat arbeiten wollten und wasserschonend arbeiten wollten, haben wir gemacht einen Gang mit dem Strohstriegel, mit dem Ackerstriegel, flach gestriegelt. Und das hat schon, da haben wir gemerkt, viel Ausfallgetreide, also Ausfallgetreide leicht, minimal. Und die Unkräuter, Ungräser aber auf jeden Fall aufkeimen lassen. Dann nächste Bodenbearbeitung war mit dem Grubber,
Wir haben ja dann vierbalkigen Grabegruber mit Gänsefußscharen, flach, 3 bis 5 cm, ganz flach abgeschnitten obendrauf und hinten leicht durchmischt. Und daraufhin Ausfallgetreide komplett aufgelaufen. Also das, die Kombination, die war schon mal super, das ging richtig gut. Und anstatt das dann wieder umzugrubbern oder nochmal mit dem Grubber unterzuarbeiten oder mit dem Flug oder so, haben wir gesagt, alles klar. Mein Vater kam auf die Idee, der hat einfach den Striegel angehängt, den Strohstriegel, den Ackerstriegel, den schweren Striegel, und hat den einfach bis auf die 5 cm tief in die Erde gelassen. Oder 3 cm, wie gesagt, wo unser erster Bearbeitungshorizont war. Also wirklich stumpf ganz runter und hat diese, das sind ja 16 mm Zinken, also richtig dicke Zinken, und hat die einfach unten im Boden drin rumrühren lassen. Und das hat zur Folge gehabt, dass das ganze Ausfallgetreide ausgerissen und untergemischt wurde. Und dann war der Acker schon ziemlich sauber. Dann gab es nochmal einen Schwung Aufwuchs danach. Und den haben wir aber dann mit dem zweiten Grubbergang auf 10, 12 cm mit Flügelscharen. Ja, also da sind wir weit unter die 10 gegangen mit Flügelscharen. Da nur ganz flächig tief abgeschnitten, um die Tiefwurstlatte alle nochmal mitzukriegen. Und da hat man ein super sauberes, feines, fein noch nicht, aber ein super schönes Saatbett da liegen, sodass wir mit der Säkombination Kreiselecke da gut reinsehen konnten. Und was soll ich sagen? Der Bestand sah richtig mies aus, weil aufgrund der Nässe dann wahrscheinlich am Vorgewinde viel festgefahren, es ging ganz, ganz wenig auf. Das kann man drüben auf der anderen Seite sehen. Also das war Experiment 1. Was aber bis Stand jetzt, wenn ich mir den Acker so angucke im Vergleich zu den anderen Äckern rundherum, was schon mal gut war. Sind wir ganz gut mitgefahren. Also das würde ich schon mal als Erfolg verbuchen, tatsächlich. Also, wenn ich die anderen Äcker rundherum sehe, Rapsäcker, ich glaube, das kann man auch ganz gut sehen. Der hier gelb in Vollblüte, alle anderen da hinten in der Ferne, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut rüberkommt, blühen noch nicht so gut. Obwohl das alles ungefähr gleiche Saattermine sind. Also ich bin zuversichtlich. Was noch ein Punkt ist, was wir noch gemacht haben, unfreiwillig, wir haben gemerkt, es sind ganz, ganz viele Körner nicht aufgelaufen. Und ich wollte schon ganz lange probieren, den Raps in weiter Reihe zu sehen. Ja, also mit einem größeren Reihenabstand, um den Raps mehr Standraumfreiheit zu geben, um sich mehr zu verzweigen, um dadurch mit einer niedrigeren Saatstärke einen gleich hohen Ertrag zu machen, was ein gewisses Gewinnpotenzial bringen würde. So die Theorie. Dadurch, dass hier jetzt einfach nicht so viele Körner pro Quadratmeter aufgelaufen sind, wie aufgelaufen sein sollten, ist das der unfreiwillige Versuch. Und wir werden gucken, wie gut dieser Raps dieses Jahr dreschen wird. Hier ist auch eine Rapshand, die ist kaputt getreten. Ich habe jetzt leider keine Schaufel dabei. Aber hier würde ich gerne mal ausbuddeln und mal die Wurzel holen. Das machen wir, glaube ich, nochmal. Nicht heute, aber die Tage. Morgen, übermorgen hole ich mir die Wurzel. Dann gucken wir mal, wie gut der gewurzelt hat. Aber ich muss sagen, für die Bedingungen und für die Verhältnisse, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, also im letzten Jahr, was wir da für Verhältnisse gehabt haben, wie es von der Aussaat war, vom Auflaufen her, also von den ganzen Bedingungen, die waren, bin ich absolut zufrieden mit diesem Raps. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass er gut drischt. Hier könnt ihr nochmal das sehen, was ich eben gesagt habe. Gerade hier am Vorgewende, wo viel gewendet worden ist. Gerade wo ich gestriegelt habe in den Streams. Wo ich einfach viel am Vorgewende auch rumgefahren bin. Steht der ganze Raps natürlich nochmal dünner, noch weniger Pflanzen. Aber gut, das ist nur das Vorgewinde. Das Schöne ist, also
klar. Die meisten werden sagen, kleiner Acker, aber bei so einem schönen großen Acker, für unsere Verhältnisse, würde ich jetzt mal hier die 3, 4, 5 Meter Vorgewinde mal vernachlässigen. Wichtig ist, dass innen drin nachher der Ertrag steht. Angekommen bei einem meiner nächsten Projekte. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, diese Obstbäume, da hängt ein Stückchen Kindheitserinnerung dran von mir, weil früher nach der Schule war immer das A und O im Herbst mit Opa hierher zu fahren, Äpfel zu pflücken, Zwetschgen zu pflücken. Und seit ein paar Jahren, das hat dann irgendwann nachgelassen und seit ein paar Jahren kümmere ich mich darum. Und gerade hier vorne auf der Ecke, der alte, der ist sehr, sehr kaputt, vom Specht befallen und so weiter. Und da war eigentlich kaum noch Leben drin. Und mittlerweile, ich glaube, wir können das ganz gut sehen. Der ist so schön grün. Ja, wo muss ich hin? Da, so. Ja, der ist so schön grün, blüht überall, alles schön weiß. Ja, es kommt einfach wieder. Jedes Jahr Stück für Stück immer ein bisschen nachgucken, die toten Äste wegschneiden. Und der Baum dankt mir das jedes Jahr mit immer mehr Blüten. Auch der Apfelbaum blüht. Das ist schön. Hier unten haben wir noch zwei. Das sind jüngere Zwetschgen. Die sind letztes Jahr hing leider nicht so viel dran. An allen nicht. Ich hoffe, ich habe ja wirklich die große Hoffnung, dadurch, dass es jetzt schon so richtig warm ist und ich eigentlich keine Angst mehr vor Frost habe, hoffe ich, dass wir jetzt dieses Jahr wieder so ein richtig schönes, Obstjahr kriegen, dass dieses Jahr richtig viel dranhängt. Und ganz besonders stolz bin ich auf den hier. Und dieses kleine Bäumchen, was ihr hier seht, ich habe das eingezäunt. Der ist richtig gut angewachsen. Den hatte ich da vorne bei dem alten unten drunter ausgebuddelt. Und das war letztes Jahr, keine Ahnung, boah, der war voll, also vor 2 Jahren habe ich den hierher gesetzt. Da war der halb so hoch wie der. Und hatte unten aber noch einen Kern dran hängen. Das heißt, das war kein Wurzelwildling, der irgendwie aus der Wurzel neu ausgetrieben ist, sondern es war ein richtig eigenes kleines Bäumchen aus dem Kern. Und wächst. Aber ich habe mittlerweile die Bedenken, dass ich ihn da wegsetzen muss. Das war der kleinste. Ich hatte nicht gedacht, dass der überlebt. Aber er hat überlebt. Und vielleicht muss ich den zwischen die anderen beiden setzen hier. Zwischen ihn und ihn. Da in der Mitte ist ja noch Platz. Mal gucken. Ja, wir sind Schaumkraut auch da. Sehr schön, sehr schön. Hahn, Fußgewächse auf jeden Fall, genügend verschiedene. Das sind eigentlich mit unsere Hauptfutterwiesen. Das sind eigentlich, kann man sagen, eine große, aber da unten ist ein Weg und hier ist ein Bachlauf durch. Also es sind 4 Wiesen, extensiv bewirtschaftet. Dadurch haben wir natürlich hier sehr viel verschiedene Arten auch drauf, durch die extensive Bewirtschaftung. Die sind uns letztes Jahr auch anerkannt worden bei der Prämie. Da gibt es so ein Sonderprogramm für extensiv bewirtschaftetes Grünland. Wenn man da, das kann man beantragen, da muss man verschiedene Kulturen aus so einer Artenliste, also einer Kennartenliste, 4 verschiedene von 40 nachweisen. War hier auf den Wiesen überhaupt kein Problem. Ja. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich meine, der Bewuchs fängt ja jetzt erst an. Wir haben ja jetzt erst die letzten Tage schönes Wetter gekriegt. Das muss jetzt alles noch ein bisschen kommen. Und ist ja auch noch ein bisschen hin bis Juni. Dann gibt es hier wahrscheinlich wieder einen schönen Schnitt Heu. Weil das sind unsere Hauptheuwiesen hier. Es gibt da immer gutes Heu und auch eine gute Menge. Von daher ist das. Kannst du so einen halben Jahresbedarf Heu oder so einen halben Jahresbedarf Heu kannst du hier schon mal wegholen. Das ist gut.
Ja, Obstbäume auch zufrieden. Ja, ich merke, wie meine Stimme langsam schlapp macht. Weil, wie gesagt, war ja heute jetzt der erste Versuch, so viel am Stück zu reden, seit 2 Wochen. Wir fahren heim, ich zeige euch zu Hause noch kurz was. Auf jeden Fall, ich freue mich über meine Bäumchen. Ich zeige euch die jedes Jahr gerne. Ich weiß, ihr seht die nicht gerne, ich sehe die sehr gerne, weil ich freue mich einfach, wie die wachsen, wie die blühen. Das ist etwas für mich, das dauert zwar lange, aber das ist etwas für mich, wo ich sehe, dass die Mühe und die Arbeit, die ich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr da reinstecke, sich auszahlt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja das, was den Beruf des Landwirts eigentlich so besonders schön macht, dass man was macht und du siehst ganz, ganz lange nichts oder immer nur ein bisschen. Wenn ich Getreide aussehe, ich sehe, es keimt, ich sehe, es wächst ein bisschen, ich sehe irgendwann, dass es anfängt, die Ähre zu schieben. Also da sehe ich immer mal wieder einen Fortschritt, aber bei sowas, ich schneide sie und hoffe einfach, dass sie im nächsten Jahr noch blühen. Das ist, und du siehst halt den Fortschritt und das ist einfach schön. Das ist einfach sehr schön. Naja, ich sag, wir fahren noch kurz heim und dann zeige ich euch noch kurz was. Zum Abschluss des Tages möchte ich euch noch was zeigen. Wir haben ja heute schon mal über Kartoffeln gesprochen. Hier hinter mir stehen übrigens noch irgendwo 100 Kilo Granola im Sack, die langsam auskeimen. Also man kann sie noch essen, aber gerade so die Keime gucken schon durch den Sack. Nicht gut, aber ja, ist halt da. Aber wir haben über den Kartoffelacker gesprochen. Da stellt sich dem einen oder anderen jetzt auch die Frage, was kommen denn da dieses Jahr für Kartoffeln hin? Auf jeden Fall Granola. Die keimen schon mal. Ist ganz praktisch. Sind die vorgekeimt, zack, in den Boden mit, ab geht's. Granola auf jeden Fall. Goldmarie habe ich auch noch eine Menge, die werde ich auch nachbauen. Also Granola, Goldmarie. Laura werde ich dieses Jahr wieder mehr machen. Linda dieses Jahr gar nicht, war ich absolut unzufrieden mit. Letztes Jahr, das heißt dieses Jahr gar keine Linda. Dafür habe ich mir ein paar neue Sorten angelacht. Wir machen 4 Reihen dieses Jahr, keine 6 mehr. 6 sind mir eindeutig zu viel, wir machen 4 Reihen. Eine Goldmarie, eine Laura, eine Granola. Und wenn wir die haben, machen wir eine Reihe gemischt. Und jetzt wisst ihr, ich bin da nicht ganz abgeneigt. Ich habe hier noch ein paar Selbstkartoffeln. Laura, habe hier dann für diese letzte besagte Reihe Agria als mehlig kochende, als Selbstkartoffel. Sonst die letzten Jahre immer Sonita gehabt. Dieses Jahr werde ich mit Agria gehen und werde die probieren. Als Spezialsorte Larat. Ist eine ganz besondere Sorte aus Frankreich. Ich habe das extra ein bisschen rausgesucht. Da war so ein schönes Heftchen dabei, mit Kartoffeln drin. Larat ist von 1872 aus Frankreich. Festkochend. Und die soll wohl einen ganz, ganz besonderen Geschmack haben. So ein bisschen eher einen würzigen Geschmack. Bin ich übelst gespannt drauf. Das heißt, Larat habe ich mir 7,5 Kilo bestellt. Die werden kommen mit da rein. 7,5 Kilo waren wahrscheinlich zu viel. Wahrscheinlich werde ich irgendwie nur 2,5 oder 3 oder so brauchen. Das heißt, wir machen Agria, da ein bisschen mehr von, weil mehlig kochende Kartoffeln brauchen wir mehr, brauchen wir eher. Aber wenn wir die Agria gesetzt haben, dann fangen wir an mit Larat als nächstes. Und dann habe ich für hinten dran, an die Larat noch hinten dran, kommt dann noch einmal die rote Emaille. Rote Emaille, 3 Kilo zum Hinten dran setzen. Dann habe ich die Violetta, 3 Kilo. Violetta war ursprünglich, hieß die blaue Elise, nennt sich jetzt Violetta. Das sind, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, beides Neuzüchtungen. Die rote Emaille von 2004, Neuzüchtung aus Deutschland, vorwiegend festkochend.
Rote Schale, rotes Fleisch. Sieht mega spannend aus. Man soll das wohl für Kartoffelsuppe nehmen, dass man eine rote Kartoffelsuppe kriegt. Übelst spannend. Violetta, festkochend, auch aus 2004. Hier könnt, da ist das Bild von der... Ich habe es eingekreist. Wild, oder? Das ist echt wild. Komplett lila eine Kartoffel innen drin. Also die Kartoffel innen lila, außen lila. Ja. Und als ganz, ganz besonderen Exoten habe ich mir noch mit dabei getan, Erdgold. Ist eine deutsche Züchtung aus Jubel und noch einer anderen Sorte von 1928. Soll sehr gut lagerfähig sein. Da habe ich auch nochmal 3 Kilo hier zum Setzen. Ich bin gespannt. Also die fallen alle relativ klein jetzt hier, aber wer weiß, das ist ja jetzt Jahresrest und hast nicht gesehen, deshalb als Setzkartoffeln mal gucken. Das sind auf jeden Fall die Sorten, mit denen ich dieses Jahr gehen werde, wo wir Experimente mitmachen werden und was wir ausprobieren werden. Ich bin da richtig heiß drauf. Ich glaube, das wird richtig spannend. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu diesen Sorten, zu meiner Sortenauswahl, in die Kommentare. Schreibt mir auch schon mal eure Fragen ein. Da habe ich die Woche schon mal was zu beantworten und kann mir vielleicht mal einen Plan machen, auf welche Fragen ich in den nächsten Videos drauf eingehen werde. Ihr habt meinen Plan gehört, 4 rein, das sind die Sorten, die ich setzen will. Wer nicht, wer es voll verpeilt hat, was das ja da ist, nochmal zurückspulen, einfach nochmal diesen Abschnitt gucken. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Also wer von mir eine Kartoffel empfohlen bekommen möchte, Granola. Meine Kartoffel to go, beste Granola. Hält sich lang, schmeckt super, universell einsetzbar. Wenn man sie normal kocht, ist sie vorwiegend festkochen. Wenn man sie ein bisschen länger kocht, ist sie eher mehlig. Kannst du alles mitmachen. Geile Kartoffel. Und die hält sich lang. Und die schmeckt gut. Ah, wirklich. Ja. So. Alle anderen Fragen einfach in die Kommentare. Alle anderen Fragen einfach in die Kommentare. Und falls ihr nicht getan habt, abonnieren. Däumchen hoch, würde mich freuen. Ich bin raus für heute. Ich muss wieder ins Bett, ich warte aufs Essen, ich muss jetzt noch aufs Essen und einfach nur auf die Couch, ich bin platt. Kennt ihr das, wenn man krank ist, man ist einfach so vom Nichtstun einfach müde, platt. Deshalb, ich schalte jetzt auch aus, ihr hoffentlich auch und wenn ich wieder fit bin, gibt es auch wieder Streams und aber das muss es jetzt erstmal gewesen sein, bis es mir wieder gut geht. Ich bin raus, Freunde. Haut rein. Ciao.